Thema Taten statt Worte. Wir starten diese Sendereihe aus der Ordination heraus, weil wir Ihnen zeigen wollen, wir leben in einer Zeit, wo heute alles schön und bio ist. Es wird ein Präsident, bekommt den Nobelpreis, obwohl er mehr Menschen getötet hat als die letzten amerikanischen Präsidenten zusammen. Und wir wollen Ihnen hier zeigen, wie wir durch Taten und nicht nur durch Worte Akzente setzen. Eben zum Beispiel in einer Zahnarztordination. Heute ist das Thema die Luft. Und die Luft spielt in einer Ordination eine große Rolle. Nicht nur für den Patienten, aber vor allem für die Angestellten, die ihr ganzes Dasein 8 Stunden täglich in so einer Ordination fristen. Und heute möchte ich Ihnen 3 Punkte zeigen, wie wir die Luft hier in der Ordination verbessert haben. Das hat uns viel Geld gekostet. Unterm Strich macht es sich aber bezahlt. Ich stehe hier mal vor so einer Wasserwand und man würde sich sagen, naja, Wasserwand, das schöne Schmuckstück. Sie sehen hier darin wirkliches Wasser hinunter. Was viele nicht wissen ist, dass das hier eigentlich ein Staubfänger ist und erst in zweiter Funktion einen ästhetischen Aspekt erfüllt. Was heißt Staubfänger? Hier unten ist ein Filter, das ist ein Kreislaufsystem und das System hat den Sinn, dass der feine Staub, der im Zuge des Arbeiten in einer zahnärztlichen Ordination entsteht, durch Gips, durch Schleifen der Keramik, aufgefangen wird, gefiltert wird und so der Raum staubfrei oder viel staubärmer gehalten werden kann. Zweites Thema ist aber nicht nur die Wasserwand, sondern auch hier in der Zahntechnik haben wir uns was überlegt, nämlich eine zentrale Staubabsaugung. Jetzt werden sich viele denken, naja, was ist an so einer Staubabsaugung Besonderes? Aber da gibt es ja viel zu beachten. Normalerweise bei den zahnärztlichen Laboreinheiten steht unter jedem so einem Platz immer ein Staubsauger. Und dieser Staubsauger verursacht natürlich viel Lärm. Muss regelmäßig gewechselt werden, die Filter auf jeden Platz. Es ist ziemlich umständlich. Wir haben uns hier entschieden für eine zentrale Absaugung. Das heißt, ich schalte jetzt einmal hier so einen Motor ein und Sie merken gleich, das ist alles, was man hört. Es geht unten im Keller ein riesiger Staubsauger an, den werden wir uns dann gleich anschauen. Und der Staub wird hier von dieser ganzen Technik zentral abgesaugt. Der Vorteil ist, für den Angestellten, für den Kollegen eine viel geringere Lärmbelastung und auch eine geringere Staubbelastung, weil die Filter unten im Keller zentral für alle Plätze gewechselt werden. Da sind wir jetzt unterm Tisch, also unter den Tischen so einer Zahntechnik. Und ihr seht hier überall diese Röhrdeln, diese Staubabsaugeinheiten zentral nach unten geleitet. Und jetzt sehen wir uns dann unten im Keller einmal die zentrale Absaugung an. Hier ist jetzt diese zentrale Absauganlage und wenn Sie sich anschauen, wie viel da in einer Woche an Staub und Gips anfällt, dann ist das sehr beachtlich. Der Vorteil hier ist, der ganze Lärm, der produziert wird, ist weg von den Arbeitsplätzen. Ich schalte es einmal ein. So klingt das auf volle Leistung, hier unten schön isoliert. Und oben die Kollegen können ruhig arbeiten und sind nicht gestört durch irgendeine Geräuschentwicklung. Dritter Pfeiler von der Luft in einer Ordination oder von einer guten Luft ist immer frische Zuluft und Abluft. Es sollte immer so eine Walze sein. Wie ist das gemeint? Wenn man hier nach oben sieht, sieht man zum Beispiel eine kleine Öffnung. Hier sind mehrere solche Öffnungen. Das ist die Abluft. Geht man hier in die Ordination, dann sieht man hier ein Rohr, das ist die Zuluft. Das heißt, die Luft ist dauernd in einer laminaren Strömung in eine Richtung. Das Prinzip der Zuluft und der Abluft, das findet man überall in der ganzen Ordination. Hier sind wir jetzt in der Zahntechnik und wir haben zum Beispiel hier die Zuluft, die Frischluft und hier hinten die Abluft. Das heißt, immer eine laminare Strömung, wo die Luft in Bewegung ist, wo möglichst wenig Staub im Raum sich ansammeln kann. Das hier ist der letzte Pfeiler von dieser Luftanlage, wo wir gezeigt haben, also Zuluft und Abluft. Hier in diesem Gerät wird die Luft gefiltert, sowohl die angesaugte Luft als auch die abgesaugte Luft. Wir sehen hier so einen Filter und man sieht, was da alles zusammenkommt. Normalerweise dieser Filter ist weiß.
Da werden also Insekten, da werden Pollen, da wird Staub gefiltert, so dass man in der Ordination pollenfreie Luft hat. Und zudem wird die abgesaugte Luft dazu verwendet, um die angesaugte Luft entweder aufzuheizen oder abzukühlen mit einer Effizienz über 98%, sodass man nicht Energie verschwendet. Also man denkt sich, naja, Luft in einer Zahnarztorte, was soll das schon? Aber wenn man es gut machen will, gut nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Kollegen, die da arbeiten, und das Resultat sieht man dann wieder in der Arbeit, die wieder der Patient bekommt, dann gibt es da einige Dinge, die man berücksichtigen kann, und man hat die Wahl. Nehme ich das Geld, stecke ich es in meinen Ferrari, oder nehme ich das Geld und stecke es in die Ordination im Sinne der Patienten. So viel zu Taten statt schöner Worte.